BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Schon im Mittelalter dienten die Wälle des Heidengrabens den Menschen zur Orientierung. Was es damit auf sich hatte, wussten sie natürlich noch nicht. Erst Ende des 19. Jahrhunderts stand fest, es handelt sich um Befestigungsanlagen aus vorrömischer Zeit. Mittlerweile ist man noch etwas weiter. Die Anlagen dienten dem Schutz einer keltischen Siedlung, eines Oppidums, des größten bislang bekannten seiner Art auf dem europäischen Kontinent. Und das soll jetzt aus seinem Jahrtausende andauernden Dornröschenschlaf geweckt werden und den Menschen heute die Vergangenheit etwas näher bringen, mit Hilfe eines Kelten-Erlebnispfads. Der Startschuss dafür ist jetzt gefallen. Der Heidengraben zwischen den Gemeinden Grabenstetten, Erkenbrechtsweiler und Hülben. Wer ihn sieht, mag seine große geschichtliche Bedeutung zunächst wohl kaum zu erfassen. Und noch weniger vermag er sich wahrscheinlich beim Anblick der Wall- und Hügelanlagen einen Eindruck vom Leben der Menschen in vorchristlicher Zeit zu machen. Der Pfad soll praktisch das Leben, das hier früher geführt wurde, also vor Christi Zeiten, näher bringen, weil wir uns das in der heutigen Gesellschaft kaum mehr vorstellen können, wie man denn ohne Supermarkt und so weiter klarkommt. Und wir hoffen, dass wir hier viel in die Tiefe gehen können und Interessierte erreichen oder auch vielleicht welche, die Halbwissen haben, noch stärker mit ins Boot bringen und vielleicht zu richtigen Fans machen können. Funktionieren soll das mittels neuester Technik über eine Handy-App, die den Besucher auf dem rund 5,5 Kilometer langen Pfad virtuell in die Zeit der Kelten mitnimmt. Wir werden dazu uns natürlich auf der Erde bewegen, aber an jeder Station auch die Möglichkeit haben, in die Höhe zu steigen und aus der Adler- oder Vogelperspektive nun eben die Landschaft, die Geschichte hier erlebt und begreifbar zu machen und mit Hilfe digitaler Überblendungen nun eben das keltische Leben und die keltischen Bauwerke, die keltischen Häuser und den Alltag wieder entstehen zu lassen, virtuell vor den Augen der Besucher. So können die Kelten an insgesamt 9 Stationen ihr angestammtes Gebiet wieder besiedeln und einen echten Einblick in ihr Leben, Wirken und Handeln geben. Aber auch wer ohne Smartphone oder Tablet unterwegs ist, kann seine Vorfahren, wenn auch nicht lebendig, so doch dank eines gedruckten Leitfadens näher kennenlernen. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, die Vorplanung sind gelaufen, die Ausschreibungen für die Firmen sind gelaufen, dass diese jetzt arbeiten, dass die App programmiert wird, dass die unterschiedlichen Stationen eingerichtet werden. Und was mich persönlich sehr, sehr freut, was mir auch wichtig ist, das Ganze wird auch inklusiv sein. Das heißt, auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollatoren oder mit Kinderwagen haben die Möglichkeit, sich dieses tatsächlich zu erwandern und dieses einmalige Erlebnis zu erleben für sich selber. Das lassen sich die 3 Anliegergemeinden auch einiges kosten. Insgesamt etwas über 400.000 Euro sind für den Kelten-Erlebnispfad eingeplant. Ein Großteil davon, nämlich 242.000 Euro, kommt aber aus EU- und Landesmitteln. Schließlich ist das Oppidum Heidengraben ein fester Bestandteil des jüngst von der Landesregierung beschlossenen landesweiten Keltenkonzepts. Auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem folgenschweren Unfall. Bei einem Überholmanöver stießen 2 Autos frontal zusammen. 4 Insassen des überholenden Autos wurden dabei verletzt, einer mit lebensgefährlichen Verletzungen. Die 20-jährige Frau, die allein im anderen Auto saß, schwebt ebenfalls in Lebensgefahr. Neben der Polizei waren auch 2 Rettungshubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz. Am Dienstagabend hatte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer erstmals zu einer Facebook-Sprechstunde geladen. Der Oberbürgermeister der Universitätsstadt beantwortete per Video Fragen zum neuen Radweg auf der Neckarbrücke. Einige Bürger sprachen sich via Kommentar gegen die derzeitige Sperrung der Neckarbrücke aus, andere befürworteten den Test. Anderen Medien zufolge sei Palmer jedoch nicht der erste Bürgermeister, der Facebook für eine unkonventionelle Bürgersprechstunde nutze. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.